Chromnägel sind absolut im Trend und in jedem Nagelstudio gefragt. Ich zeige dir heute, wie du Chrompulver richtig verarbeitest und auf was du achten solltest. Hi und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute möchte ich dir unsere neuen Chrom-Pen-Stifte zeigen, die es in unserem Online-Shop seit kurzem zu kaufen gibt. Du kennst bestimmt die losen Chrompulver im Tiegel, welche du mit dem Finger oder einem Applikator auf der Nagelmodellage verarbeitest. Unsere Chrom-Pen-Stifte sind viel einfacher in der Anwendung und ich zeige dir jetzt, wie das genau funktioniert. Ich möchte dir heute eine Variante mit dem schwarzen und dem weißen Farbgel zeigen. Das Pigment verhält sich jeweils nicht gleich und der Unterschied am Schluss ist ziemlich groß. Für deine Nailart mit Chrom benötigst du einen Gelversiegler ohne Spitzschicht. Danach brauchst du ein Chrompigment in deiner Wunschfarbe, wie auch einen ultrafeinen Staubpinsel. Ich habe hier schon mal zwei Tipps vorbereitet. Bereite deinen Nagelaufbau wie gewohnt vor und trage das Farbgel in zwei Schichten auf. Beim weißen Tipp habe ich das bereits gemacht und beim schwarzen trage ich jetzt nochmals eine dünne Schicht Farbgel auf. Lass die Schicht anschließend nach Vorgaben des Herstellers in der Lampe aushärten. Nachdem das Farbgel ausgehärtet ist, darfst du auf keinen Fall die Schwitzschicht entfernen. Nun trägst du sorgfältig den Versiegler auf und lässt ihn wieder entsprechend aushärten. Hier empfehle ich immer, dass die Kundin die Hand nicht aus der Lampe nimmt, bevor das Licht ausgeht. Sobald die Zeit um ist, musst du etwas zügiger arbeiten. Nimm dein Wunschpigment und arbeite es in die noch von der Lampe warmen Modellage ein. Ich habe mich für den Chrom Pen Silber entschieden. An der Spitze des Stiftes haftet ein kleiner Schwamm, der das Pigment aus dem Depot im Deckel aufnimmt. Die Chrom Pen Stifte sind viel handlicher und bei deren Anwendung wird wesentlich weniger Pigment vergeudet. Mit ein bisschen Druck verarbeite ich das Pigment nun auf der glatten Nageloberfläche. Viele machen genau hier den Fehler, dass sie zu lange warten. Ist die Modellage schon abgekühlt, wird das Pigment nicht mehr richtig haften. Das überschüssige Pigment entfernst du mit dem feinen Staubpinsel. Übe nicht zu viel Druck aus, damit das Chrom nicht verkratzt. Versiegle das Chrom nochmals mit einem Finishgel ohne Schwitzschicht und lass es aushärten. Achte darauf, dass das Chrom überall gut ummantelt ist, damit es später nicht aufplatzt. Zum Vergleich hier noch der Unterschied zwischen dem weißen und dem schwarzen Farbgel. Das weiße Farbgel hat die Farbkraft des Pigments deutlich reduziert und wirkt etwas dezenter. Wie du siehst, sind Chromnägel einfach und schnell gemacht. Ja, das war's schon von mir. Ich hoffe, dir hat mein Video gefallen. Wenn du noch weitere Fragen hast, stell mir doch diese unten in der Kommentarfunktion. Alle Produkte werde ich selbstverständlich noch in der Infobox verlinken. Ich würde mich auch über ein Abo von dir freuen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann. Tschüss!